Hallo und recht herzlich willkommen zurück, ja, zu einer neuen Folge und zwar zum LS22 auf der wunderschönen Map Elm Creek. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir hier ein bisschen den Hofbau betrieben. Wir haben uns so ein paar schöne Lager eingepackt. Das ist ja einmal für Mineraldünger. Hier können wir Mineralfutter, wenn wir irgendwann mal Kühe haben sollten, einlagern oder halt eben halt auch Saatgut, das haben wir platziert. Dann haben wir hier noch einen schönen Schafstall platziert. Da müssen wir mal gucken, das werden wir wahrscheinlich erst am nächsten Tag machen, denn wir brauchen noch ein bisschen Gras dafür. Gras haben wir ja ausgesät. Ich habe auch ein paar Aufträge gemacht. Ihr seht es oben rechts am Kontostand. Können wir uns auch gerne hier nochmal anschauen. Habe ich gerade abgeschlossen und da habe ich knapp so 50.000 verdient mit. Das habe ich einfach mal so ein bisschen nebenbei gemacht. Durch das Platzieren des Stalls ist irgendwie was passiert. Das kann ich leider nicht mehr korrigieren. Das ist leider irgendwie so. Vielleicht reiße ich die nochmal ab und setze die nochmal neu. Muss ich mir mal irgendwie überlegen. So, was haben wir noch gemacht? Wir haben einiges getan. Wir haben Gewächshäuser platziert und um die werden wir uns heute kümmern. Hier haben wir noch so einen Tank, den können wir auch nochmal gleich befüllen, wenn wir wollen. Und ja, die werden wir natürlich gleich anschmeißen, bevor der Tag zu Ende ist. Dann habe ich die ganzen Fahrzeuge hier schon mal reingeräumt in die schöne Hörmannhalle. Vielen Dank auf jeden Fall für die ganzen Däumchen, auch für die ganzen Kommentare. Wir haben hier den Bredal, der ist allerdings nur gemietet. Ich habe ganz viele Mods mit draufgenommen oder einige Mods mit draufgenommen. Mal das Ankuppeln zum Beispiel habe ich mit draufgenommen. Dann habe ich noch, was habe ich noch alles mit draufgenommen? Über einiges. Auf jeden Fall guckt einfach in die Modliste rein. Ich habe verschiedene Sachen noch mit reingepackt. Ich kann mal kurz einen Überblick geben hier. Die Fastbale habe ich mit reingenommen. Wir haben noch neue Schwader mit dabei. Wir haben auch neue Mähwerke mit dabei. Die sind im Mod-Hub erschienen hier, die von Querneland. Die finde ich ganz cool. Und ansonsten haben wir hier noch einen Unterstand für unsere Traktoren. Ich habe die auch schon alle gesäubert. So weiter. Und was ich noch mit draufgenommen habe, habt ihr vielleicht schon gesehen bei dem O-Bellerau-Video. Und zwar habe ich noch so Werkstatttrigger. Den Werkstatttrigger, den packe ich mir jetzt auch nochmal hin. Und zwar unter Tools. Und hier den Stiel. Den werden wir austauschen. Also wir werden das Teil hier quasi wegmachen. Warte mal. Wie können wir das nochmal? Nein, das will ich jetzt nicht. Sekunde. Gehen wir auf Abreißen und verkaufen den HDS. Wupp. Und kaufen uns das Stielteil hier. Weil das ist halt im Mod-Hub auch gewesen. Ist mal ein bisschen was anderes. Ne? Können wir direkt platzieren. Und hier haben wir noch einen Werkstattträger. Darf ich nochmal überlegen, wo ich den jetzt genau platziere? Damit wir vielleicht Fahrzeuge reparieren können. Ne? Wäre vielleicht auch noch was. Den könnten wir hier so hinpacken. Ich glaube, das stört er auch nicht. Ne? Mal kurz gucken, ob das hier so passt. So einen kleinen. Ah. Kleinen Werkstatttrigger hier, ne? Ich glaube, das passt hier soweit, oder? Da stören wir keinen. Bedeutet, oder wir packen den hier unters Haus. Aber wenn wir den wieder neu platzieren, ist auch wieder blöd. Und Place Anyway. Oder Anywhere, wie es heißt. Haben wir auch mit drauf genommen. Ich würde sagen, den platzieren wir mal hier. Dann müssen wir noch ein bisschen Landschaftsmalen machen. Malen. Malen nach Zahlen. Ich glaube, wir hatten hier Schotter, ne? Ne, Schotter hatten wir nicht. Wir hatten hier. Ah ja, das hatten wir hier. So, ein bisschen Werkstatt. Da können wir hier noch ein bisschen Matsch vielleicht platzieren. Da können wir das mal eben kurz einmal ändern hier. Dass wir da vielleicht noch so ein bisschen Matsch drumherum bauen. Ein paar Lampen habe ich noch gebaut und so weiter und so fort. Euch hat es gefallen, ne? Zaun haben wir auch noch gezogen. Und ja, dann haben wir dieses schicke Stielteil hier. Ne? Funktioniert quasi wie der andere auch. Bloß ist halt der Marke Stiel. Und hier vorne hatte ich ja auch schon, habt ihr auch geschrieben, schon einen gehabt. Ne? Den haben wir vorne, so einen kleinen Blühstreifen. Da müssen wir mal gucken, welche Version ihr habt. Ne? Das heißt, das könnt ihr alles mit dem Landschaftstool machen. Hier haben wir auch noch einen Kärcher. Falls wir hier mal den großen John Deere hier beispielsweise auch mal reinigen müssen. Ich würde sagen, wir kümmern uns auch mal um ein neues Fässchen. Denn das kleine Joskin ist zwar cool, aber ein bisschen klein. Ich habe nämlich noch das LSFM Tankpack mit reingenommen. Ne? Das ist hier oben drin. Da werden wir uns jetzt hier so ein großes Fässchen holen. Und mit dem. Da haben wir halt viele, viele Möglichkeiten. Wir können verschiedene Reifen auswählen, können verschiedene Farben auswählen. Ich würde das jetzt einfach so stahlgebürstet lassen. Vielleicht nehmen wir Wredelstein. Wir können auch Gülleausbringer hinten dran packen. Kann die Aufkleber ändern. Dazu habe ich ein separates Video gemacht. Schaut euch das gerne an. Kostet 15.000, 18.000 Liter passen rein. Ich denke, das kaufen wir uns. Und dann würde ich mich dementsprechend einfach hier mal in den John Deere begeben. So, und manuelles Ankuppeln, wie gesagt, ist halt auch mit dabei. Dann verkaufen wir das Wasserfass, was wir jetzt hier haben. Und wir sind am Ende des Tages, haben Gras ausgesät, die Felder sind soweit alle ready.
Und bedeutet, das heißt, wir besorgen jetzt Wasser. Muss ich gleich mal gucken, wo wir Wasser am besten holen. Gibt es nämlich kostenlos. Und einen Wassertank habe ich auch noch mit reingenommen. Den habe ich noch nicht platziert. Findet ihr übrigens auch im Mod-Hub. Aber wie gesagt, guck einfach mal in die Mod-Liste rein. Die habe ich in die Videobeschreibung gepackt. Ich habe viele Sachen mit rein. Kann auch sein, dass ich ein paar Sachen wieder rausnehme. Was aber mit drin ist, ist halt manuell das Ankuppeln. Einfach Q drücken und dann Y gedrückt halten für die Kabel. Und einmal Y drücken, wenn ihr noch eine Zapfwelle hättet. Hat das Teil nicht. Deswegen, ach guck mal, hier haben sogar noch Wasser drin. Das ist ja cool. Da können wir einmal direkt hier schon mal befüllen, weil das wollen wir ja nicht verschwenden. So, da können wir hier schon mal ein bisschen was reinpacken. Da haben wir schon mal eins voll. Und das Joskin werden wir dann gleich einmal komplett quasi verkaufen, ne? Weil wir es halt nicht brauchen. So. Er braucht ordentlich was. Ich glaube, so 8.000, 9.000 Liter gehen da rein. In die, das sind die mittleren Gewächshäuser, die ich da gebaut habe. Hier haben wir, wie gesagt, den Werkstatttrigger. Den habe ich auch platziert. Hier haben wir so kleinen Blühstreifen. Und das ist, wie gesagt, alles im Landschaftsbaumenü drin. Wir können es gerne nochmal angucken. Warte mal. So, und zwar findet ihr es unter Landschaftsbau und dann unter Pflanzen, glaube ich. Und hier habt ihr die ganzen Sachen drin, ne? Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Falls ihr da nicht die Version 1.1.1 habt, ne? Das ist die aktuellste. Das ist auch die, die beim Release da rauskam, oder einen Tag später, glaube ich. Dann einfach mal schauen, dass ihr das Ganze mal aktualisiert. Ne? Ja, hier haben wir unsere Pferde, da kommen dann irgendwann, hier sind die Pferde, da kommen dann irgendwann nochmal die Schafe hin. Hier haben wir noch so ein bisschen Buckelpiste. Auf dem Feld haben wir, glaube ich, auch Gras ausgesehen. Ne? War ich hier noch gar nicht fertig gewesen? Ach doch, da haben wir mit einer Textur gearbeitet, richtig. Und hier ist halt die Buckelpiste, ne? Ja. Ist leider noch so, aber Patch ist angekündigt für Dezember. Ne? Viel macht das Spiel auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß, mir auch. Es ist auf jeden Fall ein recht cooles Spiel. Ah, ich habe noch meine MF-Sachen an. Wir müssen uns auch bald mal wieder umziehen. Das machen wir am besten am nächsten Tag. Müssen wir uns ein bisschen vielleicht dem Wetter anpassen. Wir haben ja August aktuell, spielen hier mit einem Tag, spielen hier auch mit Seasons. Und jetzt haben wir noch 80.000 auf dem Konto. Und werden heute so ein bisschen... Ja, aber ein bisschen Wasser holen. Ne? Ach, guck mal, Wasser haben wir direkt hier vorne. Ne? Da ist ja der See. Das können wir da direkt abholen. Das ist schon mal ganz cool. Bei Feld 55, ne? So. Fangen wir mal rum. Und dann verkaufen wir das Joskin und nehmen das andere mit. Klar, wir könnten auch immer zur Werkstatt fahren, aber deswegen der Werkstatttrigger, der ist relativ gut. Ist auch eine coole Sache. Mods sind ja auch immer, ist ja auch immer unterschiedlich, ne? Der eine mag das, der eine mag das. Deswegen da immer die Geschmäcker so ein bisschen verschieden. Ich glaube, ich muss die Kamera-Mod auch nochmal mit reinnehmen. So, das Teil verkaufen wir. Hup, weg ist es. Wir haben jetzt über 8.000 verdient und da vorne steht schon das neue LSFM. Den Tank, den wir da haben. Ist auf jeden Fall ein cooles Teil. Wie gesagt, da geht ein bisschen mehr rein. Das wollte ich jetzt einfach mal hier direkt mal mit reinnehmen. Wir werden dann später irgendwann auch noch größere Geräte benötigen. Da habt ihr ja gesehen, da gibt es noch die schönen Tankdinger. So, und hier haben wir jetzt halt eine Zapfwelle dran. Bedeutet, wir müssen hier an U ankoppeln. Dann das Kabel. Und dann nochmal Y. Ne? Und dann ist das Ganze fertig. Macht ihr das nicht, könnt ihr es halt nicht einschalten. Es bremst halt ein bisschen aus. Und vom Peter H. habe ich halt auch noch diesen Druckluft-Sound mit dabei. Der ist halt auch recht schön. Das heißt, wenn ihr da Sachen dran macht, habt ihr dann nochmal so einen kleinen Sound. Wie gesagt, alles in der Videobeschreibung. Schaut euch das mal an. Es sind ja schon zahlreiche Mods mit dabei. Ich finde die Standard-Maps auf jeden Fall sehr, sehr cool, weil ihr auch immer fragt, was ist deine Lieblingsmap. Also ich finde alle drei Maps sehr, sehr schön gestaltet. Sei es Elm Creek oder auch die Aubeleron-Map. Die französische und auch die... Ehrengrad ist auf jeden Fall auch eine schöne, ne? Und Patch soll ja noch im Dezember kommen, laut Giants. Da bin ich mal gespannt. Müssen wir uns ein bisschen gedulden. Wir müssen jetzt hier gleich links irgendwo. Ne? Kommen wir hier irgendwie rein in das Wasser? Ah, guck mal, können wir ruhig da rein. Ne? Können wir eigentlich mal rückwärts ran hier. In das Becken, das müsste eigentlich gehen. So. Das Coole ist, den müsst ihr halt auch aufklappen mit der Taste N. Soll ich mal... mal hier die Außenkamera mit N. Könnt ihr das Ganze aufklappen, ansonsten könnt ihr das halt nicht befüllen. Da gab es auch schon einen Fix dafür. Das heißt, wenn ihr noch die erste Version habt, einfach die neue runterladen. So, ihr müsst, glaube ich, immer so ein bisschen im Wasser stehen hier. Und dann könnt ihr das eigentlich direkt aufnehmen. Macht er das? Macht das nicht?
Eigentlich müsste das ja auch gehen, ne? Oder bin ich noch nicht richtig im Wasser drin? Fülle das Gerät zuerst auf. Was mache ich? Will ich ja machen. Da müssen wir ein bisschen weiter rein. Der will das hier nicht auftanken. Was ist denn da los? Hä? Habe ich hier nicht auch Wasser geholt oder hatte ich woanders Wasser geholt? Das ist eine gute Frage, Leute. Warte mal, fahren wir noch mal ein bisschen ein Stückchen weiter rein. Ich meine, ich hätte hier Wasser geholt. Bin mir nicht sicher. Kann natürlich auch sein, dass ich woanders das Wasser geholt habe. Aber da muss ich gleich noch mal gucken. Wenn es jetzt hier nicht geht... Ganz baden wollte ich das Teil nicht, ne? Ah, jetzt. Ah, man muss halt relativ weit reinfahren. Okay, gut. Jetzt haben wir es. Hm. So, wenn er es zumacht, seht ihr, hört er direkt auf. Dann müsste es halt aufklappen, ne? Da ist wahrscheinlich der Trigger noch ein bisschen weiter weg. Oder der See ist halt hier so klein, ne? Dass wir da ein bisschen mehr brauchen. Naja. Mehr. So, 18.000 Liter gehen rein. Das dauert natürlich ein bisschen, bis das Ganze soweit voll ist. Aber da können wir auf jeden Fall dann gleich schon mal auch unsere Gewächshäuser dann ja, bereit machen. Das heißt, das sind so ein bisschen ein paar Verdienste, die wir uns so ein bisschen nebenbei verdienen. Und ja, die Schafe laufen auch nebenbei irgendwann. Wir haben ja große Grasflächen angesät. Das heißt, wir können mal kurz einen Blick auf die Karte werfen. Wir haben beispielsweise hier auf 46, 49 und 47 haben wir halt Gras. Hier haben wir Raps drauf, das ist für unsere Rapsproduktion. Da haben wir auch schon was drin, ne, soweit ich weiß. Da, guck mal, wird auch schon Rapsöl produziert. Aber ist halt noch nicht viel, ne? Das läuft halt relativ langsam. So, der Tank ist gleich voll. Ich hoffe, ich kann ihn auch rausziehen hier. Das Tolle hier bei dem LSFM Tankback, man hat hier auch so eine kleine Wasseruhr, ne? Guck mal. Sehr geil, der zählt das quasi mit, ne? Richtig cool gemacht. Das Schlauchsystem gibt es da noch nicht, mal nur ein System. Ich denke mal, das wird dann irgendwann auch nochmal kommen. Und jetzt haben wir das maximale Füllvolumen eingestellt. Also das, was der Hänger maximal ziehen kann. Das heißt, 18.000 Liter bekommen wir nicht rein. Da vorne sind die Bienchen. Und wir könnten jetzt eigentlich hier links und auf dem Feld mal vorbeifahren. Oh, schön John Deere hier. Ich mag den 7810. Hat echt einen klasse Sound. Ich finde die Sounds in den Fahrzeugen sowieso cool. Und falls ihr uns nicht gesehen habt, schaut gerne nochmal rein. Ich habe gestern so eine kleine Mod-Vorschau gemacht. Und zwar hat Ifco, der Andi, mir das John Deere Pack zur Verfügung gestellt. Da gibt es aktuell zwei Traktoren und auch noch eine Presse. Ja, die ist noch alles in der Entwicklung. Ja, das heißt, immer die LSFM-Seite im Auge behalten. Schaut euch gerne das Video an, ist sehr detailliert. Ich habe einfach mal alles erklärt, so knapp und kurz wie möglich. Es waren schon echt viele Sachen. So, dann haben wir die anderen Felder noch. Jetzt können wir hier von der anderen Seite ranfahren. Aber ich finde das halt sehr, sehr cool gemacht. So, jetzt fahren wir mal rum. Und hier haben wir ja einen Tag pro Saison. Bei der französischen Map muss ich mal gucken, weil ich finde drei Tage da sehr lang. Kann auch mal sein, dass ich einfach mal einen Tag mal zwei Tage mal überspringe oder so. Dass ich mal zwischendurch ein bisschen was mache. Aber euch scheint das Format ja auch zu gefallen. Auch auf der amerikanischen Map. So. Jetzt sind wir wieder am Hof. Guck mal, da ist doch schon lecker Honig. An und werden uns die ganze gleich tanken. Da kann man recht großzügig hinfahren. Der Trigger ist groß genug. Dann laden wir das hier mal ab. Dann können wir gleich zum nächsten fahren und machen die dann jetzt hier alle nach und nach so ein bisschen voll. So, jetzt können wir hier einfach gerade vorbeifahren. Ich habe auch extra darauf geachtet, dass das so vernünftig funktioniert hier. So, 12.000 Liter. Wie viel geht da überhaupt rein in den kleinen? Ich muss mal gucken. Hier, 10.000 gehen rein. Ah ja, gut. Das ist doch schon mal was. So, müssen wir gleich noch einmal voll machen. Das Ganze. Da können wir die gleich noch anschalten. Ich werde hier verschiedene Sachen produzieren. Wobei der Salat das meiste Geld bringt, braucht aber auch am längsten von der Produktion her. Wasser kostet ja nichts, deswegen ist es sowieso plus minus null dann im Endeffekt, wenn wir die Kosten einmal raus haben hier für die Gewächshäuser. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Ich würde sagen, ich fahre jetzt erstmal hier wieder
zurück. Ich muss mal kurz gucken. Wie fahren wir denn? Ah, fahren wir hier rum. Fahren wir nämlich hier hinten wieder raus, beziehungsweise da vorne. Und können dann hier direkt rum. Vielleicht ziehe ich irgendwann auch nochmal einen Zaun, aber das ist mir aktuell, glaube ich, da ein bisschen zu eng. Ich muss ja auch immer von der anderen Seite schieben und die, die Paletten da wieder rausboxieren. So. Das Saatgut müssen wir auch noch irgendwie ins Saatgutlager bringen. Frontlader hätte ich ja, aber ich habe noch eine andere Idee, weil wir brauchen ja später was für die Paletten, ne? Wir brauchen auch noch ein bisschen was. Müssen hier. Guck mal, sind wir parallel hier am Ende des Tages. Ne, 18 Uhr. Guck mal, da laufen sie. Hier kommt Gras drauf. Ein paar Geräte fehlen uns jetzt noch. Ein Mähwerk könnten wir uns erstmal mieten. Ich weiß nicht, ob wir die eine Grasfläche da vorne, wo ich das mit dem Landschaftszug gemacht habe, vielleicht auch mähen kann. Wenn ihr es wisst, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren, ob das nämlich auch funktioniert. So. Ich finde das Fluss, ich finde das echt geil gemacht hier auf der Karte. Also auch mit diesen kleinen Flussläufen und so. Das ist schon echt schick. So, jetzt fahren wir hier wieder lang. Wir haben gerade gelernt, wir müssen ein bisschen weiter ins Wasser fahren. Ist aber nicht schlimm, ne? Sehr gut. Das heißt, hier müssen wir ein bisschen beim Verkehr gucken. Guck mal, da vorne komme ich sogar noch besser rein. Bei die, da brauche ich nicht durch die Büsche fahren. Mal kurz hier ein bisschen. Das ist aber Warnschild. Okay. Warnblinker. Ach, guck mal, hier kommen wir sogar besser rein. Das ist ja super. Können wir hier ein bisschen besser drehen. Und gucken mal, klappt das schon auf? Taste N. Ich kann das auch von außen machen. Ich habe auch dieses manuelle Plan mit drin. Rapstroh habe ich noch mit drin. More Missions und so weiter. Ne? Alles in der Modliste. Komm, fahren wir mal ein Stückchen weiter rein. Hier geht's gar nicht wieder, ne? Ah doch, da müssen wir auch wieder relativ weit reinfahren. Das ist halt immer so ein bisschen unterschiedlich. Aber mir gefällt das hier auf jeden Fall richtig gut. Auch von der Optik her. Muss man ausmachen. Ja, das Fässchen ist auf jeden Fall echt geil gemacht. Wo man jetzt so weit hier reinfährt, ja gut. Ist einmal dahingestellt, ne? Aber der Trigger ist halt so. Hier bei dem Wasser. Es gibt ja auch noch weitere Flüsse hier, die wir hier haben. Und zwar haben wir hier oben nochmal einen, aber da brauchen wir nicht so weit fahren. Und ansonsten hier in der Nähe haben wir halt keinen. Das ist der nächste. Ja, ansonsten haben wir hier unten, glaube ich, nochmal einen größeren da. Den kennt ihr vielleicht aus dem DFV-Projekt. Ne? Da geht es heute Abend wieder los. Um 19 Uhr. Ja, Wasserstellen haben wir auf jeden Fall genug. Sehr schön. Ja, und die Sonne geht langsam unter. Ne? Das finde ich auch sehr, sehr cool gemacht mit den ganzen Settings und so. Sieht schon sehr, sehr cool aus. 16.000 maximal. Ne? Das ist die maximale Anhängerlast, die es hat. Könnt ihr natürlich auch ausstellen. Ne? Im Menü. Wenn ihr es gerne nicht, wenn ihr es jetzt überhaupt nicht haben wollt, macht es einfach aus und dann hat sich das. Einen Schluck Kaffee trinken hier. Hm. Der ist schon kalt. Toll. Gleich mal einen neuen machen. Sehr schön. So, Max, 16.572 Leder. Wir machen den ganzen Spaß wieder zu und fahren wieder zurück zu unserem Hof. Natürlich links, rechts immer schauen, ne? Wegen Verkehr und so. Hier wieder reinfahren. Automatische Blinkerabschaltung habe ich halt auch drin. Wie gesagt, viele kleine Script-Mods, die wir jetzt mit dabei haben. Und die uns auch so ein paar, ja, Sachen jetzt entweder realistischer machen oder eben halt auch ein paar platzierbare Objekte, wie vorhin hier den Hochdruckreiniger oder hier die Reparaturgeschichte. Das sind halt auch so kleine Sachen, die dann auf jeden Fall das Spielerlebnis so ein bisschen steigern. Und die Mods, wir haben ja schon einige Mods, ich habe auch noch Reispack mit drin und ach, wie es alles heißt. Da haben wir ja so viele Möglichkeiten mittlerweile schon. Und die Modding-Szene ist ja wieder fleißig am Gas geben, um das Ganze auch noch ein bisschen realistischer zu machen. Und halt auch ein paar Dinge, sagen wir mal, ja, mit ins Spiel zu bringen, die jetzt nicht standardmäßig sind. Aber auch im Mod-Hub findet ihr natürlich viele, viele tolle Mods mittlerweile schon. Ne? Der hat sich schon gut gefüllt. Und glaube ich täglich, ich weiß gar nicht, wie viele Mods da reinkommen täglich. Also es ist echt Wahnsinn, wie viel da quasi reinkommt. Das ist schon echt viel, ne? Okay, war nichts mehr. Müssen wir jetzt, glaube ich, hier rein, ne? Jo, da packt er was rein.
10.000 Liter. Würde ich sagen, fahre ich dann gleich nochmal kurz vor, mache den hier voll, dann stelle ich die eben kurz ein. Die sind auch übrigens begehbar. Finde ich persönlich auch ganz cool. Sehr gut. 9.000 Liter hier drin. Das packen wir dann mal hier so noch rein. Den Rest besorge ich dann gleich. Ich mache mal den Motor aus und ihr seht, ne, wenn der Motor nicht läuft, bewegt sich die Zapfwelle nicht. Wenn die Zapfwelle sich nicht dreht, ne, da haben wir sie, die vibriert auch richtig, dann läuft das Wasser da nicht raus. Ne? Noch keine Animation da hinten dran, das kommt da wahrscheinlich irgendwann nochmal, dass ja auch dann Wasser optisch rausläuft, aber ja. Auf jeden Fall das LSFM Tankpack, sehr geil, kennt der eine oder andere natürlich auch von der Auf Bergmann. Ne? So, ich mach mal aus hier. So, jetzt können wir hier entweder das über das Menü machen, wir gehen aber rein, schalten das hier direkt ein, bedeutet, wir machen hier in dem Gewächshaus machen wir mal Tomaten. Ne? Zack, haben wir aktiviert. Dann seht ihr auch hier direkt, sind die Tomaten-Geschichten da drin. Dann machen wir hier den... In dem hier machen wir auch nochmal Tomaten und den anderen beiden machen wir Salat. Erdbeeren finde ich vom Preis her nicht lohnenswert. Man kann natürlich alle Sachen einstellen. Dann produziert er alles, aber er teilt das dann dementsprechend ein bisschen auf mit dem Wasser. Deswegen mache ich immer nur eine. Und Tomaten gehen halt relativ fix. Das heißt, um das vielleicht nochmal zu erklären, in 2 Stunden verbraucht er insgesamt 56 Liter Wasser und produziert 56 Liter oder Kilogramm, je nachdem. Literangaben gibt es immer in LS. Dann auch die Tomaten. Ne, beim Salat ist es aber was anderes. Das gucken wir uns gleich an. So, mach zu die Bude hier. Das heißt, da haben wir über Winter immer hier so ein paar Nebeneinnahmen oder können auch vielleicht die Kreditzinsen ein bisschen auffangen. Ist vielleicht auch interessant. Hier machen wir jetzt Salat rein. Ne, da verbraucht er insgesamt 56 Liter an Wasser und produziert 28 in der Stunde. Ne? 2 Zyklen pro Stunde bedeutet das Ganze. Und hier haben wir jetzt die schönen, leckeren Salatköpfe schon drin. Sehr gut. Jetzt machen wir das hier auch nochmal. Das andere, wie gesagt, fülle ich dann hier nochmal auf. Dann machen wir auch Salat. Und dann fängt er jetzt an zu produzieren, Leute. Ja, ich würde sagen, ne, das soll es für heute erstmal gewesen sein hier. Wieder mit einer weiteren Folge. Wir haben jetzt hier die Gewächshäuser auch versorgt. Und ich würde sagen, wir beenden dann auch den Tag heute hier und starten dann den nächsten Tag durch. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer gerne ein Däumchen da. Schreibt auch gerne einen Kommentar dazu. Ja, und dann sage ich mal bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.